Ja, Leute, wir werden jetzt King K. Rool in den Arsch drehen. Erstmal müssen wir nochmal Necki besiegen, ja. Der will seine Rache noch haben, soll er kriegen. Und ich sterbe schon beim ersten Mal, das ist sehr schlecht. Der war jetzt ein bisschen zu weit oben. Ein bisschen zu hoch. Mensch, warum ist das alles so flutschig plötzlich? Ich werde übrigens, wenn ich den gekillt habe, dann nochmal trotzdem speichern, oder? Ja, wäre vielleicht ganz gut. Also ich weiß gar nicht, warum ich das vorher nicht gemacht habe. Ich kann ja nochmal durchaus hier zurückfliegen. Also erstmal hier speichern und dann kann ich ja wieder mit Funky Kong zu dem Schiff von King K. Rool fliegen. So, ja, deinen Schnabel haben wir noch getroffen. Schau, wir sind ja so weit oben, ey. So ungünstig gerade deine Position. So. Scheiße. Ach, Mann, ey, irgendwie gerade. Ich weiß nicht. Schade, dass ich bin gerade auch so aufgeregt wegen King K. Rool, ne? Weil jetzt gerade. Ich will ihn einfach. Ich will es einfach schaffen. So. Na, das kann nicht sein. So, jetzt einmal noch, oder? Scheiße. Weiß nicht, beim ersten, ich habe gerade eben beim ersten Mal geschafft und jetzt irgendwie will es nicht flutschen. Eins, zwei, zack. Auf seinen Stapel zu springen bringt halt auch nichts, da können wir halt höchstens immer kurze Zeit blockieren. Dass er spuckt, aber nutzen ist da auch nichts. So, zwei, drei. Ja. Alter, ich krieg's nicht hin. Was ist jetzt los? Was ist los? Das eben hat wirklich super funktioniert, aber irgendwie meint das Schicksal ist gerade nicht gut mit mir. Den hätte ich jetzt eigentlich treffen können. So. Eins, zwei, zack. Eins, zwei, drei, zack. Ah, da kann ich ja schon springen hier. Eins, zwei, drei. Ja. Scheiße. So. Nochmal, ne? Eins, zwei. Ich komm da nicht hinterher. Das geht irgendwie zu schnell. Also. Ich versuche ja elegant auszuweichen und so durch die. Ich weiß nicht, mich an den Nüssen lang zu arbeiten. Ja, aber ihr seht, das funktioniert nicht. Naja, egal. Wir kriegen das hin. Ehrlich gesagt, sehr nervig, mein Gutster, ne? Zack. Drei. Ja, obwohl, so ein bisschen hilft das schon. Da oben zum Beispiel, völlig nutzlos, das zu probieren. Ja, endlich, meine Fresse. Genau. Ja, tut mir leid, aber du warst jetzt gerade echt nervig, das ging jetzt nicht anders, ne? Das ging jetzt nicht anders. So. Ja, bevor wir jetzt Gangplank Caverns, Gangplank Gallons machen, werden wir natürlich noch speichern. So. Und dann werden wir uns um King K. Rool kümmern mit seinem Fake-Out. Das war schon echt lustig, also muss man wirklich mal sagen. Hi, ich bin Candy Kong, ja. Jetzt speichere ich mal los. Wunderbar. Jetzt kannst du auch wegfliegen. Jetzt reicht's langsam. Ich hoffe, das war ein letzter Speicherstand, hä? Yo, jetzt geht's weiter, Dudes. Mein Name ist Funky Kong. Und Gangplank Gallons. So, ich meine, die Phasen sind ja relativ überschaubar eigentlich. Ich meine, hier, easy. Wirft einfach nur seine Krone, mehr macht er nicht. Und rennt los wie so ein altes Nashorn. Zack. 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 Ja, die Krone wird halt immer ein bisschen schneller, darauf muss man halt achten. Okay, jetzt macht er hier seine Kanonenkugeln. Ja, easy peasy.
ja. Also drei Phasen sind es letztendlich, so drei Kampfphasen, aber sind eigentlich überschaubar, würde ich mal behaupten, ne? Man muss halt nur aufs richtige Timing achten, also bei den Kanonenkugeln. Ja, aber das funktioniert schon. So. Einmal noch und dann macht man noch seine Sprungeinlagen und dann dürfen wir eigentlich durch sein. Ich hätte es ja beim letzten Mal geschafft, wenn ich da noch der Krone ausgewichen wäre. Da bin ich irgendwie viel zu früh gesprungen, leider. Das war knapp. Ja, das war jetzt echt schlecht. Ja, ja, Fake Out. Ist okay. Muss sich gar nicht freuen. Ja, Donkey Kong muss sich nicht freuen. Ist alles gut. Wir kennen das schon. Okay, müssen wir jetzt nochmal abwarten. Claptrap Crusher. Wir wissen ja Bescheid, ne? Das ist alles eine Verarsche. Ja. Die Musik ist so herrlich, wirklich. Richtig geile Bossmusik. So stellt man sich Bossmusik vor. So. Scheiße, ich bin auch wach. Ich bin auch wach, ja, scheiße. Scheiße, nein, oh. Aber ich hab noch ein paar Ballons. Ich hab noch ein paar Ballons. Ich würde sagen, ich speichere jetzt tatsächlich nochmal, weil dann müsst ihr uns die Credits nochmal angucken, die Takeout-Credits. Vermutlich mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein extra Speicherelement ist oder ob das jetzt. Ja. Das extra mitspeichert. Wir werden es sehen. Bing, bing, bing. Bing, 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 bidi, bing. Fancy Flight. Ja. Wie wär's mit einem Flug, ne? Einen schönen, schicken Flug. Immer gerne. So. So, komm. Dich kriegen wir noch ran. King K. Rool. Das ist wie so ein Nashorn, so, weißt du, der irgendwie auf dem Weg zum All-Could-Eat-Buffet ist. Ja, komm her, Avenger. Essen. Ah. Hier ist kein... Hier ist nix. Wo ist das Buffet? Ah. Hier lang. Moment. Hier lang, glaube ich. So, jetzt macht er wieder seine Sprungpassagen hier, seine, genau. Seine Kanonen. Jetzt muss man so ein bisschen sein Charaktermodell genau im Auge behalten, dass ich da auch diese Wurfanimation sehe. Das ist bei den kleinen Ausschnitten, die man hier hat, gar nicht so einfach. Boah, hier, Leute. Guckt euch das an, das ist doch alles drauf. Das haut doch hin. Zack. Ich liebe einfach das Design von dem, ne? Der ist so ein bisschen dicklich, ne? Hat auch so ein verrücktes Auge, also ich weiß nicht. Ich meine, er ist einfach mal ein König, ne? Also kein Pirat, sondern ist einfach nur ein König. Oder er sieht sich als König, keine Ahnung. Das ist halt wahrscheinlich einfach sein Gimmick, was er sich angeeignet hat, ne? Oh, stimmt ja. Oh, scheiße, jetzt habe ich gleich darauf geachtet. Das geht ja dreimal. So, zack. Ah, jetzt macht er sofort auf. So. Anfang immer, genau. Also eigentlich ist es ja ganz einfach. Der erste Sprung ist immer langer Sprung. So, jetzt macht er seine kurzen Sprünge. Genau. Noch nochmal einen langen Sprung. Genau. Jetzt kurze Sprünge. Potenziell noch einen langen Sprung. Ich achte mal drauf. Nee, das sind auch kurze Sprünge. Und das war's, oder? Ja, jetzt haben wir dich. Jetzt haben wir dich, King K. Rool. So, und da fällt mir nochmal eine große Banane auf den Kopf. Wenn das kein Happy End ist hier. Oh ja, hast du sehr gut gemacht, Donkey, mein Junge, ne? Wer hätte gedacht, dass so ein kleiner Schlupfi wie du, ne, schafft hier so ein paar Böslinge wie die Kremlins hier zu killen, ne? Also nicht zu killen, zu besiegen. Du hast den alten Mann sehr stolz gemacht. Ja, guck mal und geh mal und guck mal in dein Lager, ne? Vielleicht gibt's da eine kleine Überraschung für dich. Wahrscheinlich nicht, weil ich nicht alle gefunden habe. Ja, wenn ich das gespielt hätte, hätte ich alles gefunden. Aber naja, ich habe ja nicht gespielt, sondern du Loser, ne? Ja, ich bin mir sicher, dass es da noch ein paar Bonusräume gibt, die du nicht gefunden hast. Und der hat da diese Nashorn-Kiste noch stellen, das finde ich sehr lustig. Also, so schlecht ist es nicht. Komm, also, das ist doch eine ordentliche Ladung Bananen, oder? Kann man stolz drauf sein.
Cast of Characters, jetzt sehen wir sie alle nochmal, ja. Und was für ein wunderschönes Baumhaus hier. Die bösen Typen. Ja, Knorty. Natürlich, Necky darf nicht fehlen. Dann haben wir Army, warum auch immer er Army heißt. Singer in allen Farben, allen Formen und Farben, obwohl die Form wohl gleich ist. Slipper. Mankey Kong. Was, wer weiß, was mit bei ihm passiert ist, ne? Mini Necky. Die aquatischen oder die unter Wasser bösen Jungs. Bite-Size. Croctopus. Schön, ich finde das immer toll bei alten Spielen, Chomps Junior, dass die ganzen Einheiten oder ganzen Bösewichte noch Namen hatten. Chomps. Ja, Clambo. Ja, ich erinnere mich an dich auch. Squidge. Ja, das war damals bei Kirby auch so, dass man da nochmal die ganzen Gegner am Ende gesehen hat. Die Kremlins. Oder Kremlings. Die Kritter. Ja, auch in allen Formen. Allen Farben wieder. Klump. Crash. Und nicht der Bandicoot. Claptrap. Und nicht der von Borderlands. Rock Croc. Crusher. Die Bosse. Very Naughty. Oder Gnaughty. Master Necky. Der nur aus einem Kopf und einem Hals besteht. Queen Bee. Really Gnaughty. Dump Drum. Master Necky Senior. Und natürlich King K. Rool. Dessen Regentschaft jetzt aus ist. Die guten Jungs. Rambi. Das Nashorn. Espresso. Der Strauß. Engard. Der Schwertfisch. Winky. Der Pfeigelfrosch, glaube ich. Squawks. Der Papagei, ne? Die Kongs natürlich dürfen unsere Helden nicht fehlen. Da bin ich jetzt dran. Erstmal Funky Kong, der coole Dude hier. Natürlich Candy Kong, zwinker, zwinker. Ich bin mir sicher, dass ich der Nächste bin. Cranky Kong, hier bin ich. Diddy Kong, einer unserer beiden Helden. Und natürlich Donkey Kong. Da ist er. Hast du gut gemacht, Junge. Sehr schön. Ich freue mich. So. Jetzt ärgern die sich noch ein bisschen, ne? Oder was? Naja, gut, sind Affen. Also, oh, okay. Und das war der Tag, als er Diddy Kong gekillt hat. Ja. Was ist jetzt los, ey? Warum neckt ihr euch gerade so? Meine Güte. Jetzt haben wir Finger gebissen. Ja, das sind freundschaftliche Neckereien, ne? Ja, ich habe das schon mal in meinem Leben gemacht. Und es hat nicht so lange, hat nicht länger als eine Stunde gedauert. Das stimmt allerdings, denn das Original Donkey Kong Spiel war ja bei weitem nicht so lang, ne? Aber ja, es hat super viel Spaß gemacht. Ich fand, das war jetzt ein schönes, knackiges Spiel. Ehrlich gesagt bin ich echt motiviert, noch die anderen Donkey Kong Teile zu spielen. Ich guck mal, ich werde immer so ein bisschen mal hin und her wechseln. Ich habe ja noch Mega Man 11 offen und Mega Man 10 auch. Natürlich die Tomb Raider Reihe, also jetzt hier Tomb Raider, da sag schon, Tomb Raider Back to Basic, beziehungsweise, wie hieß denn das? Ja, dieses Back to Basic-Ding Ägypten, da habe ich ja auch noch ein paar Sachen offen. Ich guck mal, worauf ich Lust habe. Auf jeden Fall, Teil 2 und 3 werde ich ja auch noch spielen. Und das in absehbarer Zeit, weil es macht halt Spaß, ne? Das war, was ich meine. Die alten Spiele, man ist ja relativ schnell reingekommen. Die Story ist natürlich relativ minimal gehalten, ne? Ja, da ist ein Affe, der hat seine Bananen verloren. Die Bösewichte haben die Bananen geklaut. Finde deine Bananen und besieg die Bösewichte. Ja, also mehr muss man dazu auch nicht sagen, ne? Aber das reicht schon aus, ne? Weil hier in solchen Spielen ist ganz klar, was vorherrschend ist oder was wichtig ist, ist natürlich die Story. Die Story ist ja genau das Gegenteil, nämlich das Spielgeschehen oder generell das Gameplay. Und das macht einfach Spaß, ne? Also erstmal, finde ich, sieht das immer noch ziemlich gut aus, einfach nur, ne? Es ist halt für Super Nintendo-Verhältnisse damals wirklich revolutionär gewesen, ja. Und es spielt sich super, es war sehr knackig, also es gab natürlich Level, die schwerer waren als andere. Manche waren ziemlich knifflig, manche relativ einfach und sehr kurz tatsächlich. Aber es war jetzt keins dabei, wo ich sagte, boah, das ist so unfair, ich schmeiß gleich hier alles aus dem Fenster. Sowas nicht, ne? Und ja, ihr seht, das war halt ein schönes, spaßiges, rundes
Jump'n'Run Retro-Erlebnis, ne? Und jetzt sind wir auch schon wieder am Anfang. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch gerne mal ein Like da, gerne mal ein Abo, gerne beides. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao!